Nummer 2 der Mini-Duftlampen, die gekommen sind. Und ich habe in der Hand die Daydream. Die Daydream ist eine florale Lampe, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe mir hier meine zwei Helferlein schon parat gemacht. Wir packen die gemeinsam zusammen aus. Und wie gesagt, ihr habt immer eine Begrüßung von Heidi und Orville da drauf stehen. Ihr habt auch bei den Glaslampen, weil die Daydream ist eine Glaslampe, immer einen Gummiring noch dabei. Den Gummiring könnt ihr euch entweder hier unten einlegen, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Glaslampe nicht wirklich so fest da drauf sitzt. Ja? Ihr könnt den Gummiring aber auch hier in eure Tischbase reinstecken. Da ist schon einer drin und dann könnt ihr die aufschrauben und dann ist die nicht unbedingt immer auf dem Plastik drauf und hat keinen festen Widerstand, sondern hat einen Widerstand, der noch ein bisschen durch den Gummi nachgibt. So, dann habt ihr Styropor dabei. Ja, und da kommt sie auch schon, unsere Mini-Duftlampe Daydream. Ich stelle mal den Karton etwas weiter weg. Wie gesagt, ist eine florale Lampe in rosa gehalten. Ich hole es euch ein bisschen näher dran. Es sind wunderschöne Blumenmuster drauf. Sie glitzert ein bisschen durch, ja hier, das ist so Metallic-Farben. Ich muss mal gucken, weil es blendet. Das ist so ein Rosé-Gold-Metallic, in der sie noch gemalt ist. Hier haben wir das gleiche auch nochmal. Und die Blumen sind einfach mit Pastelltönen drauf gemalt und das Glas ist so aus Milchglas und es ist noch ein Perlmutt-Effekt mit drauf. Das heißt, sie schimmert in ja, so holographischen Farben. Es ist ja wieder genau meins, ich gebe es zu. Und ja, nette Lampe. Hier oben kommt, wie gesagt, das Wachs rein. Wir starten diese Lampe einfach mal mit dem Aufschrauben auf die Wandhalterung. Ne? Das ist ja der Wandstecker und man kann sie ja beidseitig benutzen, wenn ihr zu Hause einen Wandstecker und einen Tischstecker habt aus Glas oder für die Glasbase, dann passen die ja beide. Zeige ich euch aber gleich. Jetzt stecken wir erstmal ein und machen erstmal Licht. Upsala, da war es schon an. Ihr seht's. Ich hole euch die auch gleich nochmal ran. Ich muss hier wieder meinen Ventilator ein bisschen, meinen Luftreiniger nach unten stellen. Wir machen dann auch gleich das Licht aus. Ich rück nur mal ein bisschen näher. Ich glaube, fürs nächste Video hole ich es ganz nah ran. Licht aus. So. Und dann schauen wir mal, wie gut das die Kamera noch einfangen kann an Licht. Ich brauche mehr Kabel. So. Und ja, ihr seht, das ist relativ. Ah ja, da seht ihr so ein bisschen. Jetzt muss ich die Einstellung wieder finden, dass die Kamera das sehen und filmen kann. Leider, leider, leider macht sie das jetzt gerade nicht mehr. Mino. Ein bisschen weiter weghalten. Also ihr seht, es ist immer so ein bisschen schwierig auch zu filmen, wenn das Licht an ist. Und jetzt machen wir das Licht aus und schrauben die mal auf die Tischbase drauf. Gerade drauf schrauben, liebe Steffi, ist von Vorteil. Dann klemmt es auch nirgends und so sieht das dann aus, wenn die auf der Tischbase aufgeschraubt ist. Und so, wenn sie dann steht. Ich suche mir heute passend immer zu meinen Shirts die Lampen raus. Irgendwie habe ich das Gefühl. Wir machen die nochmal kurz an. Achtung, es wird nochmal hell. So, und dann versuchen wir nochmal, dass die Kamera irgendwie das einfängt. Aber sie macht es nicht. Doch, da, schaut. Da hat sie es jetzt wieder. Ich drehe die mal ganz vorsichtig, dass ihr sehen könnt, wie das Muster auch zur Geltung kommt. Ja, gut. Wie gesagt, das ist die Daydream-Lampe. Und jetzt machen wir hier auch wieder Licht, damit ihr mich besser sehen könnt.
muss ich nur gucken, wo mein Stecker ist. Wenn euch solche Mini-Duftlampen interessieren, ich verleihe, hups, da bin ich wieder. Ich verleihe die euch auch gerne mal zum Testen mit der Dufttestertasche. Ich habe im Übrigen eine irgendwo hier noch rumliegen. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber fürs nächste Video habe ich sie parat. Und da sind, wie gesagt, unsere Dufttester drin, über 80 Stück. Da könnt ihr euren Lieblingsduft finden. Ja, und was ich auch immer gerne sage, lasst euch bitte einen Shopping-Link anlegen. Viele sagen, was ist denn das überhaupt? Der Shopping-Link, auf den könnt ihr 90 Tage lang sammeln. Und zwar alle eure Bestellungen und alle eure Bestellungen von Freunden, Bekannten und Verwandten. Das nennt man auch eine kleine Party. Ja? Manchmal für manche ist das etwas verwirrend, ja? Dass das auch eine Party sein kann. Und dieser Shopping-Link. Und wie gesagt, da dürfen alle drauf einkaufen. Ich erstelle den Link für euch. Ihr müsst euch also bei mir melden und dann könnt ihr ab einem Warenwert, wenn ihr geshoppt habt, 295 Euro, könnt ihr Warengutschriften und Halbpreise dazu bekommen. Und es wäre ja schade, wenn ihr euch das entgehen lassen würdet, ne? Weil für Umme kauft man doch gerne ein. Ja, und hier so eine Lampe kostet normalerweise als Tischspace 50 Euro. Oder als Mini-Wandsteckerlampe 35 Euro. Und wenn man dafür statt 50 nur noch 25 Euro zahlen müsste, wäre das doch total toll. Ja, von daher überlegt euch das, ob ihr euch einen Shopping-Link anlegen lassen wollt. Es passiert auch nichts. Ihr habt keine Kosten damit, ihr habt keine Gebühren damit, wenn ihr innerhalb der 90 Tage diese Qualifizierung von diesen 295 Euro nicht schafft, passiert auch nichts, dann verfällt einfach dieser Link und ja, verschwindet. Und ihr könnt euch sofort wieder einen neuen Link anlegen lassen, das ist auch kein Problem. Ihr müsst euch halt immer nur bei mir melden und ich lege den, wie gesagt, gerne für euch an. Und wir sehen uns nicht mehr mit der Daydream hier, sondern wir sehen uns demnächst wieder mit einer neuen kleinen Wandstecker oder Tischlampe aus der neuen Kollektion, aus dem neuen Katalog. Und halt, stopp, dranbleiben. Wenn ihr einen neuen Katalog haben wollt, dann könnt ihr mir das auch sagen, dann schicke ich euch den nämlich kostenlos zu.